Hallihallöchen und herzlich willkommen hier im Grind vom Raseneisen. Ja, nichts anderes machen wir seit gefühlt 3 Folgen, weil uns der Standpunkt hier vorne, der blockiert irgendwie, das hat uns gar nichts gebracht. Jetzt sind wir hier, haben hier alles vollgestopft und erhoffen uns, ihr seht ja, hier geht es voran mit dem Raseneisen. Es muss halt nur irgendwie noch eingesammelt werden. Guck, da geht's jetzt los. 80 Stück. 80 Stück. Es geht los. Es geht voran. Das muss jetzt nur noch gebrannt werden. Bauen einen weiteren Raseneisenofen. Dann gehen wir hier in die Halle der Ältesten und bauen uns Feuerpfeile. Können wir auch machen. Das eigentlich auch. Davon haben wir genügend. Berserker können wir machen. Ja, kaum Gönnung. Dafür haben wir jetzt echt genug. Gut, das bräuchten wir jetzt vielleicht nicht. Aber das nehme ich noch mit. Wir können jetzt mal ordentlich auf die Kacke hauen. Denn es geht endlich voran. Scheiße. Echt. So ein Trauerspiel bisher gewesen. Ich glaube, ich habe es doch ein bisschen verkackt. Hier hätte ich noch Leute einsetzen müssen. Dann hätten wir den Vorrat schon. Weil es hat da nur so geschlummert. Aber da vorne, hier war echt... Die ging es echt nicht voran. 139 Eisen. Ich glaube, ab dem Punkt, ab dem wir hier die Mauer gebaut haben, war da vorbei. Da hat irgendwas blockiert. Irgendwas hat da angefangen zu buggen. Hier mal noch das Holz ab. Die Holzfäller ab und klatsch die da rein. Und gehen jetzt auf volle Produktion in Eisen, Leute. Jetzt brauchen wir Stein. Können wir Stein kaufen? Ich meine, wir haben genug Nahrung. Komm, kaufen wir mal ein bisschen Stein ein. Dann werten wir das hier auf und dann... Geht's in die Häuseraufwertung? Wofür wir wieder Stein und Eisen brauchen? Jetzt können wir es tatsächlich uns erlauben, so ein bisschen aufzusplitten. Ein bisschen Stein noch mit dazu zu nehmen. Weil ich glaube, jetzt sind wir ganz gut aufgestellt, was das Thema angeht. Hier packen wir noch einen rein. Dann geht das Sammeln leichter. Und dann bauen wir jetzt eine ordentliche Armee auf und dann rushen wieder rein, dann ist vorbei. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hin. Endlich mal. So, den Wald für das Met bauen wir mal dahin. Was ein Ritt. Was ein Ritt bis hierher. Mit einem Schlag, jetzt nach und nach, Alter. Heftig. Das geht voran. Und dann gehe ich hier auch mehr wieder in die Nahrung rein. Gerberei. Lager brauchen wir rein theoretisch nicht, das brauchen wir nicht. Trainingsgelände brauchen wir rein theoretisch nicht. Nehmen wir den Tempel da noch rein, später. Den Altar können wir schon bauen. Machen wir auch. So, dann können wir auch wieder in die Waffenschmiede reingehen.
und nach uns alles erbringen, was wir benötigen. Oh, geht doch voran jetzt langsam. Machen wir hinten noch die Türme voll. Wir müssen vielleicht später den einen oder anderen Dude nochmal abziehen. Weil wir jetzt sehr viele verteilt haben. Mal gucken. Vielleicht bekommen wir den einen oder anderen noch ran, wer weiß. Aber ja, 6 von... Die 7 Leute haben wir frei. 7 Leute haben wir verfügbar für Infanterie. Es läuft gut. Ist doch fast leer hier alles. Okay. Dann rüsten wir mal weiterhin auf. Die kommen auch gar nicht mehr mit ihren Wägelchen hier vorbei. Okay. Mhm. Ja, wenn da drüben alles abgebaut ist, dann ziehe ich die da ab. Bringt ja auch nichts mehr. Na? Eigentlich schon gut, wie er es hatte. Vielleicht sind wir jetzt sogar in der Lage, ein oder zwei auszulösen. Aber ich will auf alle Fälle noch ein bisschen farmen. Holz müssen wir wieder... Holz ist leer geworden. Auf einen Schlag ist es einfach leer geworden. Hast genug Holz, laber mich nicht voll. Es ist immer das gleiche Spiel mit den Holzfällern, ne? Das ist verrückt. Ist halt ein bisschen schwach, finde ich, von der KI. Wenn die Funktion schon haben, aber es dann am Ende selber nicht checken, wozu mache ich es dann? Dann kann ich hier vielleicht ein paar abziehen. Hier vielleicht ein paar abziehen. Ah, vielleicht ein paar abziehen. Holzfällerhütten lasse ich erstmal. Hier würde ich vielleicht auch so langsam Leute abziehen. Damit ich mich halt mehr aufs Militär konzentrieren kann. Weil genug haben wir jetzt. Der Rest wird jetzt geschmolzen. Ich brauche Holz quasi größtenteils. Geschmelzen Raseneisen haben wir genug. Und dass wir hier endlich mal vorankommen, Berserker. Nach und nach die Holzproduktion hochschrauben. Beziehungsweise, wenn wir genug Eisen haben, wenn wir hier alles voll haben, dann schalte ich auch einen Ofen ab. Dann sollte auch nicht mehr allzu viel verbraten werden. Den schalte ich jetzt aus, dann habe ich da auch wieder 3 Leute für. Okay. Sehr gut. Vielleicht kann ich noch was im Haus der Ältesten für uns machen. Die Abklingzeit der Kampffähigkeit der Einheiten sind 50% reduziert. Was kostet mich das? Ist lau momentan, nehmen wir mit.
Oh, das hätte ich hier noch gern. Rekrutierende Einheiten sind automatisch auf Stufe 2. Erhöht die Geschwindigkeit der Schüsse vom Wachturm um 20%. Das ist natürlich heftig. So, dann erhöhen wir da noch die Sammler hier. Das kann ich eigentlich ausmachen. Das brauche ich nicht. So. Dann gehen wir hier nochmal rein und machen das hier. Es klappt schon sehr gut. Es klappt schon sehr gut. Auch halt nur ein paar Nahkämpfer noch. Schildeinheit würde ich auch noch gerne mitnehmen. Dass wir von jedem so ein bisschen da haben. Dass wir eine ziemlich ausgeglichene Einheit haben. Dann haben wir nur noch zwei übrig. Und dann war es das auch schon. Na, hier sind wir jetzt voll, das heißt, hier brauche ich rein theoretisch auch keine mehr, dann hätten wir noch 4 Leute. Ja, verstuck, okay. Und dann können wir uns im Kampf vielleicht noch einen Bonus holen. Mit dem Tempel. Können wir was machen? Oder braucht es dazu Zeit? Ich weiß halt gar nicht. Hab ich selten benutzt, die Funktion. So. Okay. Dann würde ich sagen, Winter, Rüstungsschaden von Nahkampfschaden um 50% verringert. Ich würde sagen, warten wir noch ab, bis es Frühling ist. Und dann greifen wir an. Und hoffen, dass wir mit den Einheiten, die wir jetzt haben, gut durchkommen. Weil mehr werden wir jetzt nicht machen können. Probieren wir es einfach nach und nach. Wenn nicht, machen wir uns noch ein paar Einheiten. Das kriegen wir schon hin. Hier sind Bogenschützen. Da sind auch noch welche. Komm, kümmert euch um die. Sehr gut. Kommt mal ein bisschen näher, unterstützt mal eure Leute hier. Komm. Okay. Oh, noch einer. Wo bist du? Ha? Da bist du. Oh, das ist jetzt dein Todesstoß. Lakes of blood soaked into the battleground. The one who once slept was asleep no more. A mighty warrior and a slave to the Sprout's whispers awoke.
ready to fight and defend the fragment of the World Tree with all his might. Was ist nu? Es ist nicht vorbei? Sammle Krieger beim Schrein oder betritt das Schlachtfeld? 1 von 60. Okay. Okay. Null von 60. Los, sammeln wir uns. Ach ja. Ich brauche noch die Hälfte dazu. Das kriege ich nicht hin. Ich guck mal, ob ich irgendwie das Schlachtfeld betreten kann. Da haben wir. Jetzt muss ich erstmal wieder rein und mich heilen. Scheiße. Direkt in einen Angriff gekommen. Wir haben keinen verloren. Wir sind wirklich gut ausgerüstet. Oder betritt das Schlachtfeld. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal rein. There's no time left. We have to strike and end this once and for all. Okay. Zurück. Schnellstmöglich zurück. Wir lassen sie kommen. Wir haben eine starke Verteidigung. Wir machen jetzt die Schildkröte. Wir haben das Tor geschlossen. Schieß doch! Was ist los bei euch? Los! Geht rein! Schnell! Jetzt habt ihr das Tor geschlossen. Ich bin kotzen. Mal gucken, wie lange wir mit der Schildkröte durchkommen. Okay, unsere Einheiten sind safe. Wir sind sicher. Und jetzt lassen wir sie kommen. Was the sprout tainted? Easy. Or just the man she fought proved to be too weak for the World Tree's power. Weaker than Sigrid, that is certain. She did not fall. No, she emerged victorious and more powerful than ever. Ja, Mann. Dank der guten Verteidigung, die wir uns hart erarbeitet haben, haben wir es geschafft. Ich glaube, hätten wir unsere Leute da jetzt reinlaufen lassen, wäre es schwierig geworden, weil die hatten auch ganz gute Krieger. Wir waren in Unterzahl, haben es aber dank unserer Verteidigung super gewuppt. Ich meine, guckt euch das an. Achso, das ist Wood. Guckt euch das an. Wir haben 13 ausgebildete Einheiten gehabt. Und die 120, 12, 22, also wir... Ja, das ist schon ganz gut dabei. Es hat zwar sehr lange gedauert. Es hat ziemlich gezogen wegen dem verbackten Raseneisen.
Aber wir haben es beendet. Erfolgreich. Ja, und damit sind wir beim Ende angelangt von der Kampagne um Sigrid. Ja, und demnächst kommt entweder der Aufstand mit Dirun oder die Kraft eines Ringers mit... Ja, wird sich dann herauszeigen, wird sich dann zeigen, wer hier einfach die Hauptperson ist. Mal gucken. Schauen wir mal. Jedenfalls sind wir noch zwei Kampagnen vom Endkampf oder was auch immer hier unten geschehen wird, entfernt. Ich ziehe das durch. Ich habe gesagt, dass ich beim Ende, glaube ich, von Gorm war das, wo ich extrem angepisst war wegen der KI. Sind manchmal die KI immer noch nicht so schlau. Ist echt ein bisschen schade, weil das Spiel bockt schon. Es sieht schön aus, es hat eine wunderschöne Atmosphäre, die Musik ist geil. Aber die KI schwächelt halt, in meinen Augen. Es gibt Spiele, die haben eine weitaus schlauere KI und manche Sachen würde ich gerne noch ein bisschen, wie zum Beispiel Formation und Co., würde ich halt auch gerne im Spiel haben und so ein bisschen strategischer zu machen. Aber ich bin sehr zufrieden, es macht Spaß. Auch wenn es manchmal ein bisschen grindy ist, jetzt in dieser Kampagne zum Beispiel. Scheiß drauf, wir kloppen uns durch. Freue mich auf weiteres. Macht's gut, bis dahin, euer Floki. Haut rein. Ciao, ciao. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass uns die digitale Welt zerreißt. Heißt, sieh uns ein.